Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen heute Mad Games Tycoon. Wir machen Videospiele. Oh Gott, hab ich da Bock drauf. Boah, das hat damals auf meinem Laptop überhaupt nicht richtig funktioniert. Also, es hat schon funktioniert, aber sehr ruckelig und sehr nervig. Jetzt kann ich das mal in richtig geiler Qualität hier spielen, ja? Wir sind Tahu. Und unser Firmenname ist Gaming Gewurstel. Oder so. Nee. Wie wär's, wenn wir uns einfach... Oh Gott, wieso habe ich mir keinen Namen zurechtgelegt? Wir nennen uns... Wir nennen uns einfach wirklich Gaming Gewurstel. Warum nicht GG-Abkürzung, ja? Kann man da wohl nicht meckern. Firmenlogo. Ja, gut, ne? Boah, mir gefällt der Edelstein. Wähle Standort. Ja, der Standort hat einen sehr großen Einfluss darauf, was für Spiele in dem entsprechenden Gebiet erfolgreich sind. Und ich persönlich bin ja so ein Plattformer-Typ, falls ihr das noch nicht wusstet. Wobei ich auch in Adventures gerne mag. Aber Jump'n'Run ist aus irgendwelchen Gründen in Brasilien super erfolgreich. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir mal in Brasilien, warum auch immer. Ja, männlich, weil... Deshalb Spielbedingungen, ja... Du beginnst mit no. Tutorials deaktivieren. Wir können das eigentlich alles drin lassen. Es ist so lange her, dass ich es gespielt habe, dass ich mich nicht an jeden Scheiß zurückerinnern kann. Nee, eigentlich können wir alles so lassen. Ja. Auf geht's! Wir können unseren Typen. Unserem Entwickler können wir noch ein paar Sachen hinzufügen. Spezialgenre Geschicklichkeit. Nope. Jump'n'Run. So, das ist ja das Genre, was wir letzten Endes machen wollen. Ich werde es jetzt auch nicht auf dem ganz hohen Schwierigkeitsgrad spielen, weil das soll einfach nur Spaß machen hier, ja? Ich bin jetzt nicht, um hier super strategisch zu sein und zu zeigen, dass ich kein Leben habe. Sondern, ne? So, Arbeitswille ist da. Geschwindigkeit ein bisschen. Nee, doch. Doch, eigentlich ist Geschwindigkeit noch wichtiger als Arbeitswille. Und den Rest tun wir im Game Design. Ja, das heißt, wir sind jetzt nicht besonders gut. Aber das ist am Anfang wohl einfach leider so. Ja. Ach so. Wir machen mal auf normal. Bei langsam, da hätten wir einen sehr langen Spieldurchlauf. Wir lassen es lieber auf normal. Das hat ja nicht, ist ja nicht grundlos, wird es als normal bezeichnet. Startjahr 1980, ne? Wir sind ja wohl. Und wir machen auf normal. Warum nicht? Wenn ich das bereuen werde, dann werde ich es halt bereuen. So. Ja, vielleicht hätte ich die Tutorials doch ausstellen müssen. Ja, du bist da schon ganz richtig. Als erstes brauchen wir einen Entwicklungsraum, in dem wir unsere verrückten Machenschaften treiben und die Weltherrschaft an uns reißen können. 4x4? Sollte reichen. Und dann kaufen wir uns als allererstes einen dicken, fetten, teuren Schreibtisch. Den teuersten, den es gibt. Aber in weiß, ja. Wir sparen 20, ja. Und der hat die gleiche Leistung, ja. Man muss da auf jeden Cent achten, wenn man ein erfolgreiches Entwicklerlein werden möchte. So, und... Wie viel haben wir? 82... Ne, 822.000, ne?
So, und dann setzen wir uns erstmal dran und machen als allererstes ein bisschen Auftragsarbeit. Irgendwas Einfaches. Hier hat man 11 Wochen und das 220 Punkte. Hier hat man sogar noch mehr. Das scheint relativ einfach zu sein. So, dann machen wir das. Und hier können wir auf normaler Geschwindigkeit gucken, wie der gute Tahu seine Arbeit verrichtet. Wir machen mal ein bisschen schneller, glaube ich. Das dauert ja viel zu lange. Das ist ein fauler Sachs. Da wird ja nie was draus. Wir machen noch schneller, würde ich sagen. Ne? Also, sagen wir mal ehrlich. 2 Wochen hat er bis jetzt gebraucht. Vielleicht knapp 3 Wochen. Nope, nope. Schneller sollte es jetzt auch nicht gehen, ja. So, der Typ kann eigentlich noch mehr machen, ja. Wir können ja hier ganz gut Geld machen. Der hat ja... Für das bisschen hat er ja nicht so viel, nicht so lange gedauert. Hat nicht so lange gebraucht, so. Zack, der Auftrag, da ist ein bisschen anstrengender. Wird ein bisschen länger dauern. Ich glaube, eigentlich brauchen wir noch mehr Entwickler. Wir holen uns nochmal 2 von diesen Dingern. Und dann haben wir 3 Entwickler. Ja, die hängen jetzt leider relativ eng aneinander. Und... gehen sich die ganze Zeit gegenseitig auf den Sack. Aber sind wir mal ehrlich, so ist das doch in der Entwicklung. Oder nicht? Also meines Wissens nach. So, und dann stellen wir schon mal Personal ein. Ihr seid alle kacke. Eugene Ritter. Sieht aber aus irgendwelchen Gründen aus wie eine Frau. Ich glaube, die Namen... sind nicht unbedingt perfekt dem Geschlecht angepasst. So. Du bist gut in Game Design. Und scheiße in Programmieren. Aber da war ja noch einer, der ist gut in Programmieren. Und sogar ganz in Ordnung in Game Design. Den stellen wir auch mal ein. Und dann... haben wir freigeschaltet einen Aufenthaltsraum. Aber sind wir mal ehrlich, die Typen brauchen noch keinen Aufenthaltsraum. Was die brauchen, ist Arbeit, ja? So, dann macht jetzt bitte mal automatisch diese ganzen Aufträge. Dann habt ihr die schnell weg. Dann können wir mit dem Entwickeln von Spielen anfangen. Auch mal tun, wofür wir hier eigentlich da sind, ne? Also... wir könnten noch einen neuen Raum gebrauchen für die Forschung. Wir können noch keine Forschung betreiben. Wir können noch nicht forschen, aber ein Klo können wir machen. Gut, wir müssen wohl als allererstes unser erstes Spiel entwickeln. Ich weiß auch nicht, ob das ein Auftragsspiel sein darf. Ich glaube, das muss wirklich ein eigenes Spiel sein. So. Dann entwickeln wir doch unser Spiel. Neues Spiel Nummer 1. Ich finde, das ist ein perfekter Name. Ja, bevor ich mir einen Namen überlege, gucken wir erstmal, was haben wir denn für Genres. Denkspiel ist im Moment richtig krass in Mode, wie es aussieht. Machen wir doch ein Denkspiel. Wie wär's mit... Mind... Sternchen... ne? Da werden die Hirne gesprengt vor lauter Rätsel... und so. Wer mag das? Erwachsene mögen das, glaube ich, ne? Denkspiel klingt so ein bisschen, als ob das sich eher so für Erwachsene... eher an Erwachsene gerichtet ist. Thema. Anime. Ein Anime-Denkspiel? Wir machen Schule und statt Erwachsene machen wir Teenager. Ja, das wird ein fucking Lernspiel, ja? Und mit Mindfuck, da sind wir richtig edgy, ja? Holen die ganzen Teenager ab mit ihren TikToks und ihren... was auch immer die Kids von heutzutage so treiben. Ja, wir haben keine Engine. Wir können noch keine Engine machen. Ich glaube, dafür brauchen wir den Forschungsraum. Oder? Moment, können wir eine Engine? Nee. Können wir tatsächlich noch nicht. Dafür müssen wir erst... Mind... Na, das war an der falschen Stelle. Ja gut. Dann bringt das natürlich nicht viel.
Ich darf alles wieder neu auswählen. Okay, Hauptgenre, Denkspiel, Zielgruppe, Teenies, Retail, ja, anders geht noch nicht, ne? Spielgröße B, alles andere geht auch noch nicht. Ja, wir sind hier ziemlich beschränkt, um es freundlich auszudrücken, ohne Engine, ja, anders geht's nicht. Und weiter. Eine Plattform können wir und das ist der PC. Alle anderen Plattformen sind für uns noch nicht drin, da wir Entwicklerkits kaufen können und da wir noch nicht, ja, im Grunde ist es das. Weiter. Meine Games, Konzepte. Ja, wir haben noch kein Konzept, denn wir sind unfähig. Nee, wir haben noch kein Spiel gemacht, das wären Konzepte von alten Spielen. Wieso fummel ich hier eigentlich an irgendwelchen Steckern rum währenddessen rum? Richtig unprofessionell. So ein Denkspiel. Da geht natürlich alles in die Optik, ja? Wie das Gameplay aussieht, ist ja komplett für den Arsch. Nee, ich glaube, das Gameplay ist deutlich wichtiger als die Optik. Und sind wir mal ehrlich, dieser Slider macht gerade nicht wirklich Sinn, da wir noch keine Grafik haben. Also, Story in einem Denkspiel. Ja, wir setzen mal eher auf Spiellänge. Atmosphäre. Wobei, nur so ein eher in Spiellänge. Story kann auch in einem Denkspiel eigentlich ganz schön sein. Wenn ich mir so Point-and-Click-Adventures oder... Das ist ja auch kein Point-and-Click-Adventure jetzt hier, ne? Mann! So, Atmosphäre, Funktionen. Ja, in einem Denkspiel, wie viele Funktionen hast du da? Und wie sehr achtest du auf Atmosphäre? Ich würde fast schon sagen, eher auf Atmosphäre, aber Funktionen sind auch wichtig. Ich lasse den mal in der Mitte. Spieltiefe oder einsteigerfreundlich? Bei einem Denkspiel... Es ist für Kids, also ein bisschen einsteigerfreundlich soll es vielleicht schon sein. Obwohl ich nicht glaube, dass das so funktioniert in diesem Spiel. Es ist eher für Casual Gamer, würde ich mal sagen. Ich glaube, Core Gamer spielen nicht so Denkspiele, oder? Ich könnte natürlich alles jetzt komplett verhauen. Also sind wir da mal ehrlich. Ja, wir haben ja noch ganz gut Knete, ne? Wir hauen Sprachpatches für alles raus. Denn wir haben keine Grafik und daher wird alles sowieso mit Buchstaben dargestellt. Und wir können nichts höher machen. Wir könnten aber Grafik runterschrauben. Grafik ist hier wirklich nicht wichtig. Sound ist relativ wichtig. Technik ist eigentlich auch nicht wichtig. Technik ist ja eigentlich eher sowas wie Motion Capturing. Oder so. Gameplay ist, denke ich, hier ziemlich wichtig. Sound. Ja, doch, vielleicht ein bisschen mehr Grafik wieder so. Ja. Weil ein guter Soundtrack, der macht bei so einem Spiel schon ganz gut was her. So. Ja. Wir haben den hässlichsten Sound, den man haben kann. Und die hässlichste Grafik, die man haben kann. Willkommen im Jahr 1980. Und ran an die Buletten. So, Macht. Ich will hier Ergebnisse, verdammte Scheiße. Was dauert das so lange? Ja, ein Spiel ist halt nicht mal eben gemacht. Dafür, dass die jetzt 3 Monate gebraucht haben, tatsächlich. Das ist krass. Die wir veröffentlichen noch nicht. Können wir hier noch was machen? Nee, tatsächlich nicht. Wir können nur die Entwicklung abschließen. Badabababab. Nee, das war zu früh. Das kommt gleich erst. Ja, da wir noch nicht selber produzieren können, müssen wir uns natürlich einen Publisher suchen. Ja. Mit den Großkonzernen ins Bett steigen und uns von denen vermarkten lassen. Die sind auf Geschicklichkeit, ne? Aber wir haben ja ein Denkspiel. Wir nehmen natürlich die mit hohem Gewinnanteil und hoher Marktstärke und die ist ja alles gleich bei denen, ne? Und die auf Denkspiel fixiert sind, scheinbar. Und du hast dein erstes Spiel fertiggestellt. Damit deine Spiele mehr Abwechslung bieten, steht dir jetzt die Forschung zur Verfügung.
Dort kannst du weitere Features, Genre und Themen für deine zukünftigen Spiele erforschen. Und... Och, das klingt doch ganz okay. Die Grafik ist spitze. Gratulation an die Grafik- und Animationsteams. Der Sound und die Musik hören sich klasse an. Boah, wir sind die Besten, Leute. Wir sind die Besten. Da muss man... Was? Die Steuerung ist nicht so toll. Was? Das habt ihr jetzt wohl nicht gesagt hier, ne? Da muss man sich noch was einfallen lassen. Pah. Immer, ne? Als Genie wird man immer, total missverstanden, ja? Ich habe hier meine ganze Lebenszeit und meine ganze Mühe hier reingesteckt. Und dann muss ich mir anhören, dass die Grafik spitze ist. Das Gameplay ist gut gelungen. Hier sind kaum Schwächen zu finden. Im Grunde ist das Spiel nicht schlecht, aber für eine höhere Bewertung hat es nicht gereicht. 63%. 63! Die Steuerung ist richtig kacke. Wir haben es mit der Steuerung verkackt. Du bist schuld, ne? Weil du nicht so gut im Programmieren bist. Steuerung ist ja auch schon so ein bisschen Game Design, ne? So, macht erstmal eure Auftragsarbeit hier. Ihr faulen Säcke, die ganze Zeit nur am Rumsitzen und Däumchen drehen. So, wir müssen natürlich auch mal die Zeit weiterlaufen lassen. Und ja, wir bauen direkt erstmal die Forschung, weil dass unser Spiel so scheiße ist, das liegt mitunter einfach daran, dass... wir keine Sachen erforscht hatten erforschen können. So, wir stellen jetzt einfach die Schreibtische rüber. Weil sind wir mal ehrlich, um ein Feature zu erforschen, müssen wir jetzt nicht Konsolen, als ob man das so im Early Game einfach mal eben macht, ne? Grafik in vier Farben erforscht ihr mal, ja. Was wollte ich sagen? Als ob ich jetzt extra Tische kaufe, wenn ich sowieso keine neuen Mitarbeiter einstelle. Noch nicht. Dafür müssen wir erstmal richtig Kohle machen. Bisher hat mein Fakt nicht wirklich sich gerechnet. Hallo? Die ganzen Kids wissen doch gar nicht, was gut für sie ist. Ja gut, wer will auch schon ein Lernspiel als Teenager haben? Das ist nicht unbedingt, So, ich habe mein erstes Feature erforscht. Du kannst nun eigene... Tahu, lernen lesen, verdammte Scheiße. Du kannst nun eigene Engines entwickeln. Das stand ja wirklich eigene. Du kannst nun... Du kannst nun eigene... Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du kannst nun eigene Engines entwickeln, die du für deine Spiele nutzen kannst. Ja. Machen wir doch gleich. Aber erstmal, wir können Rollenspiel erforschen. Rollenspiel wäre eigentlich richtig geil. Deswegen. Ist zwar nicht im Moment so in Mode, aber... Das hat bei Mindfuck irgendwie auch niemanden gejuckt. Also... Ja. Mann, dauert das lange. Und gucken wir uns so lange die Wolken hier im Hintergrund an. Ist das nicht schön? Ist diese Musik nicht auch schön? Ah, ich mag dieses Spiel. War erst am Überlegen, ob ich Game Dev Tycoon spiele, aber dieses Spiel habe ich schon so oft gespielt. Das ist nur noch langweilig jetzt. Seien wir mal ehrlich hier. Ja, also mein Fuck war bisher ein Verlustgeschäft, aber das war auch irgendwie zu erwarten. Wer hat sich das ausgedacht, ja? Da muss ich wohl ganz oben beim Chef mich beschweren gehen. Alles seine Schuld. Du hast dein erstes Genre erforscht. Wir sollten versuchen, Genres zu mixen, um etwas Neues für die Spieler zu erschaffen. Untergenre steht nun zur Verfügung. Pause. Also ihr habt keine Pause, aber... Spielgröße B+. Das wäre nicht schlecht, aber das brauchen wir noch nicht. Themen. Wir brauchen auch noch kein neues Thema. Wir haben eigentlich ganz coole Themen. So, stellen wir den ganzen Scheiß hier wieder rüber. Wie ich dieses Let's Play einfach mit einer Hand machen kann hier, ne? Das spielt sich ja komplett mit der Maus. So, ihr macht jetzt ein... Patch? Der kostet nicht viel. Und dann wird das Spiel wieder vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Ja, ein bisschen schneller darf die ganze Sache schon vonstatten gehen. Und dann macht ihr ein Update. Hat sich irgendwie auch nicht gelohnt, das in allen Sprachen zu machen, ne? So, haut mal ganz viele Updates rein. Vielleicht,
Vielleicht steigen die Verkaufszahlen dann ja. Fuck, zu spät. Nein, brecht ab. Brecht ab, das Spiel. Das Spiel ist nicht mehr da. Das hat keinen Sinn mehr. Oh Gott. Ja, stattdessen, wir könnten auch ein Auftragsspiel machen, ne? Aber dafür brauchen wir Konsolen und das können wir noch nicht. Erstmal müssen wir also... Nein, erstmal müssen wir ein Spiel entwickeln. Ein weiteres Spiel entwickeln. Dafür nehmen wir aber eine Engine. Für... Rollenspiele. Denn man kann mit den Themen, die wir haben, relativ gut Rollenspiele machen, denke ich mal. Neue Engine. RPG. Steck 1. Und Features haben wir schon drin, was nur möglich ist. Und wir verkaufen die Engine. Das heißt, andere Entwickler können diese Engine kaufen und wir kriegen dafür Geld. Ja. Als nächstes erklärt euch Tahu, wie man trinkt und wie man atmet. Für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet. So, wir senken den Preis sogar. Das soll richtig lukrativ für Entwickler werden, sich die zu kaufen. Wisst ihr was? Ne, 5000 sind eigentlich schon ganz okay. Und dafür sollen die uns bitte 20% am Gewinn beteiligen. Und wenn die das machen, dann kriegen wir ordentlich Knete. Das ist etwas, das darf man nicht vernachlässigen. Immer möglichst viele aktuelle Engines zu haben, weil das bringt richtig krass Geld. So, und ich könnte natürlich auch mal ein paar Sachen erklären. Ne? Wir können hier zum Beispiel Immobilien kaufen. Ja, das ist noch nicht so weit. Wir können aber auch in die Statistiken gucken, welche Entwickler sind so aktuell beliebt, wie viel sind die so wert, was ist der Firmenwert. Und dann kann man die tatsächlich auch aufkaufen und dann können die für ein Spiel entwickeln, ja. Das ist sehr schön. So, weiter im Text. Oder eher im Programmiercode. Blizzard Entertainment hat das Spiel Alien Quest veröffentlicht. Aha. Ja. Sollen sie ruhig mal machen, ne? Kleiner, als ob ich ein Messestand... Boah, das würde aber richtig Fans bringen und 100.000? Aber ich hab... Kann ich das machen? Nee. Ich hab noch kein Spiel draußen. Also kann ich das nicht machen, also nehmen wir nicht teil. Ist ja auch jetzt super Timing gewesen, ne? 1A. Mit Sternchen. Oh, so, ja, stimmt. Wir haben ja auch gar kein Spiel gestartet. Wir haben eine Engine gemacht. Und ganz vergessen. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf gehabt, wir hätten eine Spielentwicklung laufen. Ja, so durcheinander ist der Taro schon wieder. Auftragsarbeit machen wir hinterher. Erstmal entwickeln wir jetzt mit unserer neuen Engine ein Spiel. Und zwar zum Thema... Rollenspiel passt besser zu Anime, würde ich sagen. Final Reality. Nein. Irgendwas richtig Cooles. Was kann ich mir zu Animes vorstellen, was irgendwie mit Rollenspielen zu tun hat und was richtig geil wäre? Mir fällt nicht sein. Okay. Wir machen ein Spiel, in dem man einen Muffin spielt. Ein Anime-Muffin. Und man ist in der Welt der Süßigkeiten und deshalb heißt das Spiel Muffin World. Und man ist so richtig cute und kann sich so einen richtig süßen Anime Muffin erstellen, ja, und muss gegen andere Süßigkeiten kämpfen, die behaupten, sie wären süßer als man selbst. Dabei wissen wir alle, das stimmt nicht. Animes mögen Teenager und Rollenspiele mögen eigentlich auch Erwachsene, ne? Eigentlich ist es für alle Altersgruppen gut. Aber eher für Teenager und Erwachsene, würde ich mal behaupten.
Ja, wir machen mal für alle Altersgruppen nicht spezifisch auf irgendwen. Unterthema. Samurai-Muffins in einem Anime-Style. Warum nicht? Und wir nehmen dafür natürlich unsere RPG-Engine. Hä? Habe ich jetzt. Ich habe Genre noch nicht gewählt. Okay, Rollenspiel nehmen wir. Selbstverständlich. Und ja, dann geht's jetzt in die Entwicklung von Muffin World. Kopierschutz geht noch nicht. Konzepte, ja, ich würde mal sagen, wir ändern hier ein bisschen was. Das ist ja jetzt ein komplett anderes Genre. Story ist hier schon wichtig, aber Spiellänge ist in einem Rollenspiel ja eigentlich auch wichtig. Ich würde aber eher Story sagen. Ganz leichte Tendenz. Ich könnte mich aber auch vertun. Atmosphäre. Wir machen noch ein mehr zu Story. Atmosphäre ist auch relativ wichtig, aber Funktionen hat man in einem Rollenspiel meistens auch relativ viel. Ist eigentlich auch ausgeglichen, aber ich mache mal ein bisschen Richtung Atmosphäre. Eigentlich ist schon so etwas. Eigentlich schon. Spieltiefe, ja. Die sind mehr für Core-Gamer, die Sachen. Deswegen sollte das ungefähr so hinkommen. Ja, Sprachpatches machen wir, wenn sich das gut verkauft. Oder? Könnten auch einfach direkt alle Sprachen rein. Wir haben das Geld, ja, ne? Wir hauen diesmal alle Sprachen direkt rein. So. Technik. Steuerung war wohl auch Technik, ne? Sound. Ja, gut, Sound, Grafik. In einem Rollenspiel ist Grafik eigentlich. Ja, eigentlich ist alles wichtig. Ah, Gameplay fahren wir mal ein bisschen runter. Eigentlich ist hier die Technik ziemlich wichtig, würde ich mal behaupten. Ja, machen wir so. Wird schon schief gehen. So, ran an die Buletten hier. Ich will Ergebnisse. Mein Gott, sind die langsam. Muffin World. Ja, veröffentlicht den Scheiß mal. Es gibt natürlich keinen Publisher, der sich auf Rollenspiele spielt. Doch, den hier. Da haben wir allerdings einen geringeren Gewinnanteil, aber oh, es ist, glaube ich, wichtiger, dass sich das öfter verkauft. Spiele, die das gleiche. Es gibt sogar schon Rollenspiele, aber auch nur zwei. Also ist die Konkurrenz nicht so groß. Also. Und wer hat schon Muffins, ja? Also. Sehr schön, wir können jetzt auch eine zweite Plattform. Ah, wieder so eine Kackscheiße hier. Die Grafik sieht echt gut aus, ein paar Schönheitsfehler, der Sound, Musik unter dem Durchschnitt. Habt ihr beim Rollenspiel hauptsächlich Musik erwartet? Ja, da konnte ich halt noch nicht viel erforschen, ne? Da könnt ihr noch. Die Steuerung ist zu kompliziert. Starke Gameplay-Schwächen. Psycho Mantis? Ja, ich würde mal sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Man merkt, dass ich das Spiel länger nicht gespielt habe. Ja, wie wär's, wenn wir einen Patch entwickeln sofort? Alter, sind die langsam. So, Patch raus und nein. Ja, und macht direkt ein Update dazu. So. Vielleicht verkauft sich das dann besser. Das kann zumindest ein bisschen die Sales wieder hochtreiben. Hätte ich wahrscheinlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich immer noch nicht jede Sprache reinhauen sollen. Boah, das rechnet sich doch nicht. Das rechnet sich doch nicht. Oh. Wir werden zugrunde gehen. Haben wir Forschung? Wir haben ein neues Feature. Sprite-Tech. Warte mal. Haben wir immer noch Texte? Das war immer noch nur mit Texten, ne?
Erforscht das hier bitte mal, ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Habe ich mal gehört. Wir können ja jetzt auch noch auf einer zweiten Plattform. Gibt's eigentlich. Was hat die denn? Textor. Die ist nicht besser als unsere. Also, da können wir auch genauso gut unsere benutzen. Wir können aber Dev-Kits erwerben. Ja, das machen wir gleich. Wenn wir das nächste Mal ein Spiel veröffentlichen, also wenn es auch erst wirklich relevant für uns ist, ne? So. Themen erforschen? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Oder? Komm, wir haben genug erforscht. Ihr kommt jetzt hier alle wieder rüber. Und dann machen wir ein Auftragsspiel vielleicht. Wir updaten vielleicht erstmal unsere Engine, würde ich mal behaupten. Pack da jetzt die Sprite-Technik rein hier. So. Ja, und lass die Zeit mal weiterlaufen. Muffin World. Es verbessert sich langsam. Ich glaube, das Update hat ein bisschen was gebracht, tatsächlich. Aber ob das sich noch rentiert... Nee, das wird sich nicht rentieren. Wir könnten vielleicht mit einem Update noch was rausholen. Das ist eigentlich sehr komisch. 1980 war das mit den Updates nicht so wie heute. Oh, wir können Jump'n'Runs machen. Aber machen wir noch nicht. Erstmal machen wir noch ein Update. Ja, das kostet uns 9000. Ja gut, ob sich das jetzt gelohnt hat. Damit haben wir jetzt die roten Zahlen mehr in die Höhe getrieben. Aber wir halten das Spiel damit künstlich am Leben, ja, wie einen Patienten. Dein Publisher hat für die Marketingkampagne. Sehr schön, ja. Das wird zusammen mit dem Update die Verkaufszahlen ein bisschen in die Höhe treiben. Unsere Spiele verkaufen sich gut. Um noch weiter die Verkaufszahlen zu erhöhen, solltest du vielleicht einen Kopierschutz einbauen. Ja, Kopierschutz ist tendenziell nicht schlecht. Der ist schlecht, aber der ist besser als gar keiner. Können wir den irgendwie nachträglich reinmachen? Nee, ne? Naja, man kann Sicherheitsupdate, aber... Nee, wir lassen das mal. Anstatt das zu machen, macht erstmal eine Auftragsarbeit. Vielleicht hätte ich auch direkt von Anfang an sofort ganz viele... Und wir können direkt wieder unsere Engine bearbeiten. Und dafür erstmal Forschung weiter betreiben. Ja gut, die haben jetzt direkt weitergemacht. Macht das erstmal zu Ende und dann... So, ihr kommt rüber. Der Scheiß kommt rüber. Und dann erforscht ihr PC-Speaker. Musik! Oh! Das ist dann doch keine Musik. Also, es gibt Leute, die sind an gewisse Musikgenres gewöhnt, die sich wahrscheinlich sehr kacke anhören. Aber, mein Gott. Oh, und wir können jetzt auch Adventure machen, ne? Warte, das war doch gerade Adventure, ne? Ja. Wären beide sehr geil. Ich würde aber eher Jump'n'Run bevorzugen dann. Aber erstmal machen wir unsere Engine besser. Und zwar die PC-Speaker-Musik hauen wir rein, ja. Oh, noch eine Marketingkampagne. Ich glaube, wir könnten es noch schaffen, in den grünen Bereich zu kommen damit. Das war mit den Updates echt nicht schlecht, ne? Man darf die echt hier nicht unterschätzen. So Updates, die bringen ja eine ganze Menge. Und so eine Marketingkampagne jetzt ja scheinbar auch. Oh, wir haben gleich grüne Zahlen. Wir haben gleich grüne Zahlen. Ja, machen wir direkt ein neues Spiel. Spielgröße B. Ja, das heißt, wir müssen bald B+ tatsächlich erforschen. Wir nehmen die Rollenspiel-Engine
Und diesmal nehmen wir als Hauptgenre, ja immer noch Rollenspiele. Als Untergenre könnte man was nehmen. Aber wir nehmen kein Untergenre. Wir nehmen diesmal Anime und Schule. Und es geht darum, dass man Schüler spielt. Ich glaube, letztes Mal war Teenager zu adressieren auch nicht das Beste. Also Zielgruppe sollten wir eigentlich alle Altersgruppen nehmen. So, wir sind nämlich die Highschool. So richtig einfallslos einfach nur. Nee, wir sind die die Deadly High School. Nun, Altersgruppen. Ja. Ich glaube, das passt schon so. Für PC. Und dann könnten wir ein Dev-Kit kaufen. Im Moment ist der Katari 2600 sehr erfolgreich. Der kann sogar... Nee, aber der Apple wäre ganz gut. Der kann nämlich auch B+. Hat aber einen kleineren Marktanteil. Kostet aber auch weniger, ne? 5000 kann man ja eigentlich nicht meckern. Ja, nehmen wir das, ne? Kostet ja nicht mehr dann. Die 5000, die gingen ja klar. Ah. Wir haben rausgefunden, es wäre sinnvoller gewesen, mehr in Gameplay zu setzen. Aber das ist nur ein allgemeiner allgemeiner, ne? Es war zu wenig einsteigerfreundlich, wurde gesagt. Das passt, glaube ich. Ein bisschen einsteigerfreundlicher können wir es also machen. Spielberichte habe ich nicht, ne? Fanbriefe habe ich auch. Worüber hatten die sich nochmal alles beschwert? Die Optik konnte ein bisschen besser, ne? Das heißt, wir machen die Technik runter. Und dafür die Grafik ein bisschen höher. Und dann hauen wir auch mal wieder alle Sprachen rein. Weil irgendwie bin ich dumm. Und lerne nicht aus meinen Fehlern. Offensichtlich. Aber wir haben ja jetzt tatsächlich ein Plus gemacht. Also ist ja eigentlich gar nicht so schlimm alles, ne? Wir sind zwar nicht ansatzweise mit unserem Geld da, wo wir mal waren. Ja, dass wir hier jetzt nichts gewonnen haben, ist klar. Aber immerhin sind wir nicht das schlechteste Spiel des Jahres geworden. Nicht unbedingt die Erwartungshaltung, mit der man in so ein Projekt reingehen sollte. ja, nun. So, macht das mal zu Ende und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter. Dann haben wir 3 Spiele entwickelt, tatsächlich. 3 Spiele. Mehr als ich im Real Life gemacht habe. Du, nicht du. Die Arbeiten am Spiel wurden abgeschlossen. Du kannst es jetzt veröffentlichen. Möchtest du es jetzt veröffentlichen? Ja. Und wir nehmen unseren Publisher. Und weil wir hier ja relativ gute Beziehungen zu haben, das hat ja sehr gut funktioniert und der hat uns auch sehr schön unterstützt durch Marketing, machen wir das direkt. Jawoll! Die Grafik sieht echt gut aus, ein paar kleine Schönheitsfehler. Der Sound, die Musik, echt klasse. Supi! 80%, da kann man nicht meckern, ist jetzt nicht scheiße, aber... Also ist nicht perfekt, aber es ist deutlich besser als das letzte Spiel. Und damit können wir Nachfolger entwickeln. Aber bevor wir das machen, hauen wir erstmal einen Patch raus. Diese ganzen Fehler müssen da raus. Macht das mal. Und dann macht direkt noch ein Update, weil die Leute mochten das Spiel ja. So, Muffin World hat sich gerechnet, das kann jetzt langsam in Vergessenheit geraten. Wir konzentrieren uns auf Deadly High School, denn das hat funktioniert. Die Leute mögen es nun mal.
wieder in ihre Schulzeit versetzt zu werden. Komischerweise, obwohl in der Schulzeit haben alle immer gesagt, sie wollen endlich raus aus der Schule. Und dann hinterher wollen sie alle wieder rein. Also irgendwie ergibt das keinen Sinn. Zu sehr für Casual Gamer. Das war doch schon übelst auf Core Gamer. Aber okay. Okay, wenn ihr das meint. Wenn ihr das so meint, können wir eigentlich... Wir können Nachfolger und Remaster, ne? Aber wir können noch nicht sowas wie... Wie heißt denn der Scheiß nochmal? Wir können auch keine Spielberichte erstellen. Oder war das hier? Nee, das war, glaube ich, in einem Gebäude, was wir noch nicht bauen können. Ja, ist alles bisher noch sehr simpel, aber das wird deutlich komplexer. Hier wird noch ganz viel dazukommen, wie Publishing und so ein Scheiß. Macht mal Auftragsarbeit erstmal. Ja. Wir konnten auch ein Feature erforschen, ne? Steuerung mit Joystick. Boah, das ist ja jetzt schon in den grünen Zahlen. Sehr schön. Dann... Vielleicht sollte ich hier Automatisierung beenden. So. Wir wollen nämlich noch ein Update machen. Wir wollen, dass sich das noch ein bisschen besser, dass sich das noch ein bisschen länger verkauft. Das geht nicht, wenn wir damit beschäftigt sind, irgendwelche anderen Auftragsarbeiten zu machen. Daher, weiteres Update, wo wir alles reinhauen, was nur möglich ist. Und ja. Und? Wie geht's so dem Rücken? Die hier sollten bald Rückenprobleme haben. Jawohl, jemand hat unsere Engine lizenziert. So wollen wir das doch haben. Das heißt, wenn diejenigen ein Spiel rausbringen, dann wird's richtig Geld geben. Mehr als diese 5000, die wir jetzt bekommen haben, ne? So, und an der Stelle würde ich sagen, saven wir und machen beim nächsten Mal weiter. Und wir sehen uns dann zurück zu Mad Games Tycoon. Bis dann. Ciao.